Die Amerikaner wollten in Irak eingreifen. Das ist meine nachträgliche Einschätzung oder vielleicht sogar meine damalige Einschätzung. Das heißt, sie waren entschlossen, im Irak einzugreifen und suchten jetzt nach Gründen dafür. Die US-Regierung will den Vereinten Nationen eindeutige Beweise vorlegen, dass der Irak Massenvernichtungswaffen herstellt. Colin Powell, der Außenminister, der weltweit hohes Ansehen genießt, soll dazu eine Rede halten. Die Rede ist natürlich geschrieben worden, wohl hauptsächlich im Verteidigungsministerium, und ist dann Colin Powell auf dem Dienstwege vorgelegt worden. Und der Freund von mir, der diese Rede gesehen hat, wie sie zu Colin Powell raufging, hat sie auch gesehen, als sie wieder zurückkam. Und da hat Colin Powell auf jeder Seite wohl an den Rand geschrieben, ist das auch wirklich recherchiert, kann das sein, ich halte dieses oder jenes nicht für glaubwürdig. Und am Schluss hat er gesagt, ich möchte gerne einen Treffen in Langley haben, also in der Zentrale vom CIA. Der Geheimdienst bereitet Colin Powell vor, im Stil der CIA. Die entscheidende Sitzung. Alle im Saal wussten zu der Zeit, dass der Krieg wahrscheinlich bereits beschlossen war. Und diese Sitzung und die Begründung eigentlich nur noch Makulatur war. This is just about the amount of a teaspoon, less than a teaspoonful of dry anthrax. Colin Powell versucht, die Weltöffentlichkeit zu beeindrucken. Innenminister Otto Schily ahnt, die Amerikaner spielen falsch. Sehe das Bild auch noch genau. Hinter Colin Powell in Tenet, dem Chef des CIA. Die Amerikaner waren entschlossen, im Irak einzugreifen und haben dann der Weltöffentlichkeit versucht, die Gründe dafür darzustellen. Bislang hieß es immer, Powell sei Opfer einer Intrige, von der CIA in die Irre geleitet. Sehr viel später habe ich von einem anderen Freund aus dem CIA erfahren, dass anders als es nachher dargestellt wurde in der Öffentlichkeit, habe der CIA Colin Powell genau gesagt, was Sache ist, nämlich, dass das alles falsch war. Und er hat das dann trotzdem vorgetragen. Der CIA-Kollege hat mir gesagt, er war dabei, als Colin Powell gesagt worden ist, dass alles, was in dieser Rede stand, nicht richtig ist. Was sich vor dem UN-Sicherheitsrat abspielt, ist ein großer Bluff. Die amerikanische Regierung hat die Welt in die Irre geführt. Mit dubiosen, zweifelhaften Beweisen. Und offenbar hat auch Colin Powell mit falschen Karten gespielt. Gemeinsam mit CIA-Chef Tenet. Powell wusste ja dann auch, dass das nicht stimmt. Natürlich, so, Tenet wusste es und Powell wusste es auch. Aber in der amerikanischen Regierung unter George W. Bush gab es ein entscheidendes Prinzip, und das war ja Loyalität. Und beide standen in der Loyalität gegenüber dem Präsidenten und fühlten sich offenbar durch diese Loyalität verpflichtet, das zu tun, was sie getan haben.